liebe Eltern, liebe Kinder, ich bin Verena Beider und ich bin Lehrerin an der Sing- und Musikschule Kempten. Ich habe heute ein Lied ausgesucht, bei dem ihr alle mitmachen könnt. Ihr braucht nicht viel, ihr braucht euch selbst und ein Zimmer. Ich singe euch dieses Lied einmal vor, da könnt ihr auch gleich mitmachen und bei den weiteren Strophen begleite ich euch dann auf der Gitarre. Ja, unser Zimmer, das ist ein Instrument, was man noch immer zu wenig schätzt und kennt. Unser Boden, der klingt so. Probiert mal, wie der Boden klingt. Patsch mal auf den Boden. Oder klopf mal. Wie klingt denn der Boden, wenn man nur mit ein paar Fingern drauf tippt? Klingt er da auch? Oder mit ganz vielen Fingern? Wie klingt denn der Boden, wenn man drüber streicht? Kann man überhaupt was hören? Ich glaube schon. Musik. Das ist Musik und die Musik, die macht uns froh. Das ist Musik und die Musik, die macht uns froh. Jetzt begleite ich euch auf der Gitarre. Ja, unser Zimmer. Wie der Tisch klingt. Lauf mal zu einem Tisch. Mal drauf patschen. Oder so wie eben auch mal drauf klopfen. Probiert verschiedene Dinge aus. Dann hört ihr wieder die Gitarre und kommt zurück. Singt mit und klatscht mit. Das ist Musik und die Musik, die macht uns froh. Das ist Musik und die Musik, die macht uns froh. Ja, unser Zimmer, das ist ein Instrument, was man noch immer zu wenig schätzt und kennt. Unser Stuhl, der klingt so. Jetzt lauft mal zu einem Stuhl und probiert am Stuhl aus, wie der klingt. Spielt mal viel. Wenig, mal laut oder auch mal leise. Dann kommt wieder zurück. Das ist Musik und die Musik. Noch immer zu wenig schätzt und kennt. Unsere Wand, die klingt so. Jetzt geht mal zur Wand. Wie klingt denn die Wand? Wer mag, darf auch mal die Augen schließen, während er an der Wand spielt. Und auch die Augen wieder aufmachen. Verschiedenen Spielweisen.
Wenn man die Augen schließt, kann man noch besser hören. Also unser Zimmer kennengelernt, das ja nun wirklich ein Instrument ist. Du findest bestimmt auch noch im Haus andere Gegenstände, die klingen. Oder du gehst mal in den Garten und probierst dort aus, was dort klingt. Oder im Haus die Küche. Da gibt es, glaube ich, ganz schön viele Gegenstände. Ein Topf oder ein Löffel. Probier jetzt einfach aus, mit was man alles Musik machen kann. Viel Spaß dabei und bis bald. Tschüss!